Er ist wieder da. Und das nicht zum ersten Mal. Am Dienstag wurde Claudio Pizarro bei seinem neuen und alten Verein Werder Bremen vorgestellt. Für den 39 Jahre alten Peruaner ist es bereits das 5. Engagement an der Weser. Doch arbeitsmüde ist er trotz seines fortgeschrittenen Alters noch lange nicht. Wie motiviere ich? Wie immer, ganz normal. Mit dem Ball Fußball zu spielen, das brauche ich nicht mehr. Das ist meine Motivation. Für Pizarro schließt sich mit dem neuerlichen Wechsel ein Kreis. Vor 19 Jahren war Werder für ihn die erste Station in Europa. Nun lässt er seine Karriere bei seinem Herzensclub ausklingen. Nein, ich glaube, es ist das letzte Jahr. Ich glaube. Die hintere Tür immer offen lassen. In Bremen soll der Routinier nicht nur als Backup-Stürmer fungieren. Vor allem soll er den jüngeren Spielern mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Doch Pizarro verfolgt auch weiterhin hohe sportliche Ziele. Ich natürlich versuchte, eine gute Saison zu machen. Eigentlich fit zu werden, so schnell wie möglich, ohne Verletzen. Und wir hoffen, dass das können wir natürlich europäische Spiele wieder so erreichen. In der vergangenen Saison war Pizarro mit dem 1. FC Köln abgestiegen. Und auch seine Bremer spielten zuletzt vor allem um den Klassenerhalt. Doch wenn es nach Pizarro geht, wird seine vermeintliche Abschiedssaison deutlich erfolgreicher werden.